Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo miteinander. So, nach der eventuellen kurzen Erklärung, was hier abläuft, erklärst du euch nochmal in physischer Form. Diese Steckdose hängt am 230 Volt Netz, also am Fernnetz, sag ich jetzt mal. Und da dran eine Messuhr, ein Stecker hier zum Einschalten, also ein Schalter, ein Ladegerät und eine Batterie, die wir eben mit dem Ladegerät laden. Und dann schalte ich einfach mal ein. Und das Messgerät sagt, also ich glaube, das fällt jetzt ziemlich schnell auf 20 Watt ungefähr runter. Die Batterie ist fast voll. So ungefähr. Nur jetzt mal kurz abwarten. Okay. Jetzt fällt es langsamer, aber so ungefähr 17,5 Watt zeigt es uns jetzt an. Ich blende euch dann dieses Zeug alles ein. Ich muss jetzt hier schnell durchswitchen. Also 17,3 Watt zeigt die Uhr jetzt an. Bei 230 Volt und 0,15 Ampere und ein Powerfaktor von 0,47. Aber jetzt mal grob sagen, 0,5er Powerfaktor grob, ne? 230 Volt grob und die 0,15 Ampere. Und dann haben wir die 17. Es wären so grob, ne? Jetzt sagen wir mal ganz grob, müsste ja, also ist das die Wirkleistung? Und multipliziert mit einem Powerfaktor, ne, dividiert durch einen Powerfaktor, ergibt das die Scheinleistung. Das wäre ja in unserem Fall. Ne, Quatsch. So, ich habe es mal ausgerechnet hier. 150 mA mal 230 Volt sind 34,5 Volt Watt VA Leistung. Theoretisch. Ne? Wenn ich nicht falsch liege. So, dann müssten wir jetzt mal die 0,45, den Powerfaktor, ne? Müssten wir ja rechnerisch, jetzt habe ich drüber geklickt, auf den Wert irgendwie kommen, ne? So, also auf den Wert, auf die 34,5. Wenn ich jetzt die 16, wir nehmen jetzt mal die 16 Watt, 16,3, 16,3 mal 0,45 hat man, glaube ich. Das wären 7 Watt, ne? Das kann ja nicht sein. Also müssen wir durch 0,45, sind wir wieder bei den 36 Watt, die wir vorhin ausgerechnet haben. Ne? Also, das bedeutet, diese Uhr zeigt uns die Wirkleistung an, auf diesem Display. Ne? Das ist das, was wir mit dem Powerfaktor dann eben ausrechnen können. Ne? Die Wirkleistung durch den Powerfaktor ist die Scheinleistung. Und die Scheinleistung sehen wir hier an der Uhr 231,7 mal 0,14. Und da sind wir, wie gesagt, grob bei den 36. Ne? Ich sage jetzt mal 36. So genau ist das hier eh nicht. So, Jungs, das bedeutet, dass Wirkleistung sind die 16 Watt und Scheinleistung die 36. Wenn ich nicht falsch liege. Also siehst, die sagen, du musst die Powerfaktor korrigieren und etc., damit das Wirkliche abgerechnet wird, die 36 Watt. So. Das können wir ja mal überprüfen. Und das ist der zweite Aufbau. Ich habe jetzt abgeschalten einfach. Ne? Ich ziehe jetzt hier die Messuhr raus. Warte mal, dann muss ich euch mal ablegen. Und steckt die in meinen Wechselrichter. So. Wenn ich jetzt weiß ich nicht, ob ich hier anstupfe, ich habe aus. Wenn ich jetzt den Wechselrichter anmache, ich habe quasi zwischen Wechselrichter und meiner Batterie messen wir DC mit einem Ampermeter oder Powermeter oder wie DC Wattmeter heißt das Ding. Wenn ich jetzt einschalte, müsste eigentlich die Uhr angehen, jawohl.
Wir haben jetzt wieder die 230 Volt. Ungefähr, ne? Die Messung ist eh nicht so genau. Ja, einen Powerfaktor haben wir nicht mehr, wir haben noch nicht angeklemmt. So. Also, wir imitieren jetzt das Fremdnetz. Nur als Anmerkung, 13 Watt grob ist der Eigenverbrauch, also der Ruheverbrauch des Wechselrichters. Ne? Also ich habe jetzt so gesehen, ne, hier nichts angeklemmt wurde. Ne? Wenn ich das rausziehe, ist nur die Uhr jetzt dran, aber die kann ich ja, ich ziehe es jetzt nochmal raus, sonst sagt wieder einer, oh, die Uhr, die verbraucht so und so viel. Also ungefähr 13 Watt, ne? Das schwankt auch ein bisschen Regler. Na gut, jetzt hat er 12,7, sieht gut aus, oder? Sagen wir 12,7, Eigenverbrauch, ohne was angeklemmt, ne? Ihr seht es ja hier. Ist ziemlich stabil, okay. Das ist nur so eine Rand. Aber guck, es ist jetzt so mehr geworden. 12,8, 12,6. Also es schwankt wirklich minimal. Wir sagen mal 12,7. Und wenn ich... Also das ist jetzt das imitierte Kraftwerk. Jetzt machen wir die Messuhr ran und machen denselben Aufbau im Grunde genommen nochmal. Aber halt als Kraftwerk. Und wir können hier hinten mal das Kraftwerk kontrollieren. So. Dann machen wir dasselbe, schalten halt ein, ist klar. Wir warten aber jetzt wieder kurz, bis das Ladegerät hier in ihrem Pulsmodus oder was weiß ich hier, also die Watt fallen ja jetzt wieder. Ne, wieder auf die 18 oder was weiß ich, was hat man? 16,3 war es gefallen, ne? Tun wir jetzt mal kurz. Momentchen warten. So. Am besten warten wir, bis einfach die 16,3 sind. Dann haben wir exakt dieselben Werte. Theoretisch und praktisch wahrscheinlich. Ne? 230. Wir sind jetzt bei 0,16 Ampere. Und wir warten einfach, bis es auf die 0,15 ungefähr gefallen ist. Powerfaktor, seht ihr, 0,45. Ist auch dasselbe. Haben wir vorhin auch berechnet. Und ja, ich hoffe mal, das fällt jetzt auch. Das haben wir ein bisschen höhere Werte, aber mein Gott, ne, das ist jetzt nicht... Ihr werdet nur gleich sehen, dass das egal ist. Aber guck mal, jetzt sind wir schon bei den ENS5. Wenn wir das jetzt mal ignorieren, ihr seht es ja auch, es fällt. Also wir können mit den ENS5 rechnen. Ich würde sagen, wir sind an dem Punkt, wo wir vorhin auch waren. Ne? Genau, guck mal. 17, ne, 16,3 haben wir aufgeschrieben. Weil wenn ich jetzt noch einen Mühe quatsch, haben wir die 16,3. Komm, wir warten jetzt 16,5 schon. Wir warten einen kleinen Moment. Vielleicht war das so ein bisschen Messabweichung, dass wir jetzt sagen 16,5. So genau ist das auch nicht, weil der Unterschied ist schon signifikant. Das bedeutet ja, wir müssten die 36 Watt, die das Kraftwerk liefern muss, plus unseren Verlust vom Kraftwerk, die 14 Watt oder 13 oder 12, nagelt mich da jetzt nicht fest. Ne? Wir sagen mal 14, einfach halber. Das wären 40, 50 Watt müsste das Kraftwerk liefern mit der Powerfaktor-Geschichte. Bei, gut, jetzt sind wir bei 16,3. Ne, da haben wir es doch jetzt. So, und jetzt gucken wir. So. Also wenn man jetzt ganz fies ist, müssten wir jetzt hier 14 Watt oder 12 Watt abziehen. Verbrauch vom Wechselrichter. Wobei ich eben davon ausgehe, es kann sein, dass da im Betrieb dieser Ruhestrom, ne, wenn wir jetzt sagen, das war 1 Ampere oder so, dass das im Betrieb nur noch 0,2 Ampere sind, was der braucht, um das zu machen. Ne, das ist, könnte sein, dass es weniger ist. Wenn man jetzt aber mal fies ist, ziehen wir hier die 14 Watt noch ab, die unser Kraftwerk braucht zum Erzeugen. Und dann sind wir bei 13 Watt, ne? Die wir jetzt aus dem Kraftwerk, also theoretisch aus dem Akku hier, aus diesem Akku ziehen wir 13, nee, Quatsch, aus dem Wechselrichter ziehen wir, nee, Quatsch, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Also der Wechselrichter für Eigenverbrauch war ja 14 Watt, genau. Und dann kommen wir auf die 13. Also ohne den Verlust vom Wechselrichter würden jetzt hier 13 Watt rausgehen. Ne?
Und hier die VA.